Hallo Pony, 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 Pony. Hallo Pony. Hat er gerade total gesagt. Hallo Pony. Ja, Neues von unserem Pony. Das ist ja nicht wenig ernsthaft hier. Der hat halt eine Kopfverletzung, die irgendwie mit den Atemwegen verbunden ist, weil wenn er atmet, dann blubbert das hier drin. Komisch. Wir gehen davon aus, dass diese Kopfverletzung ihn nicht laufen lässt. Also er kann seine Beine bewegen, er versucht auch oft sich aufzurichten. Schau mal. Oh, da muss ich ihn gleich ein bisschen für richten, weil er kommt ja hier so gar nicht rein. Was ist los, Digga? Was? Jetzt willst du das nicht essen? Das ist aber jetzt doof, ne? Ja, wusste ich doch. Mein Appetit hat er eigentlich gut. Er hat gestern auch schon schön reingehauen. Also jetzt nicht Unmengen, aber kleines Portionchen. Hat er gerne genommen, als er so das Gröbste hinter sich hatte. Ja, und er war hier tüchtig unterwegs in der Nacht. Lag dann hier irgendwie auf allen Vieren weggerutscht. Habe ein paar Mal, weiß nicht, was der hat, also 40 Kilo, wenn nicht 50, mit dem Handtuch unterm Bauch hier rüber gehievt wieder. Ja, Daumendrücken ist auf jeden Fall weiter angesagt. Genau. Und jetzt machen wir mal hier vernünftig Frühstück, ne? Mal vernünftig hinlegen. So, dann geht's weiter. Erstmal eine recht kleine Portion. Oh, der Schlammer, mein Gott. Ja, ich werde da wohl noch was ein bisschen anders hier retten müssen. Er ist wach, er ist freundlich, er freut sich, aber irgendwas funktioniert halt nicht. Da hoffen wir, dass es das einfach sich gibt, weil im Kopf können wir halt nichts machen. Können wir nichts machen. Da müssen wir einfach drauf warten, dass sich das wieder richtet.